So, dann heißt es wieder Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, hier bei eurem Sensei. Ja, heute habe ich für euch was mitgebracht, denn mich haben einige gefragt, wie bekomme ich denn mein MW2 auf Englisch, so wie du das hast? Ja, ich habe mir gedacht, es gibt zwar so viele Tutorials dazu, aber ich greife jetzt einfach nochmal eins auf. Und ich möchte von vornherein sagen, die Dateien habe ich nicht selber editiert oder sonst was. Die habe ich mir einfach einen anderen Upload geschnappt und werde sie verlinken. Und da gehen meine Grüße an den UMC Fun Clan, denn die haben nämlich die Dateien hochgeladen und auch ein Video oben. Aber da manche Leute nicht in YouTube was suchen können oder auch nicht googeln können, dann mache ich das einfach nochmal. Und ja, hier nochmal mein Kanal. Auf jeden Fall, ihr werdet diese Datei runterladen. Ihr werdet sie hier entpacken. Dann kriegt ihr so einen Ordner. Da gibt es drei Teile. Teil 1, Teil 2, Teil 3. In jedem steckt eine Anleitung, wo ihr die Dateien, die sich darunter befinden, hin kopieren müsst und ersetzen müsst. Das ist wichtig. Es ist alles deutlich beschrieben da. Also das kann man nicht falsch machen, außer man ist strunzeblöd. Man kann es wirklich nicht. Und das kriegt jeder hin. Ich denke, ich muss das jetzt nicht nochmal alles machen, weil es ist genau das Gleiche. Hier, es ist total simpel. Ist eine tolle Anleitung, gemacht vom UMC Fun Clan. UMC, genau. UMC Fun Clan. Ja, deswegen, ihr dürft euch das runterladen. Und hier ist auch nochmal der Link, der sieht dann irgendwie ganz lang aus. So, hier so. Und deswegen einfach runterladen, entpacken und reinkopieren. Einleitung steht bei jedem dabei. Danach ist euer Spiel ganz normal Englisch. Ihr habt englische Sprache, englische Texte. Das Einzige, was glaube ich deutsch ist, ist dieses Spieler gefunden. Nee, nicht Spieler gefunden. Spieler in der und der Liste. Wie viel sind das? Das ist glaube ich das einzigste Deutsche an dem ganzen Teil. Sonst ist alles, so viel ich weiß, auf Englisch. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall gut und wichtig. Ihr könnt dafür nicht gebannt werden. Man kann nur dafür gebannt werden, wenn ihr Dateien noch zusätzlich anhabt, die an der Exe rumbasteln. Das heißt Drittprogramme, DLLs. Deswegen auch für Waffen. Waffenskins könnt ihr nicht gebannt werden. Sonst könnt ihr da gegen den Support vorgehen und da ihn anschreiben und so. Also das geht nicht. Ihr könnt auch nochmal bei MCore hat das Ganze auch mal für Black Ops gemacht. Dann könnt ihr auch mal drauf schauen. Der sagt das auch nochmal ganz deutlich. Ja. Das war der erste Dinge, den ich sagen wollte. Das zweite, was ich ansprechen wollte, ist, ich werde jetzt am Wochenende einen neuen Background bekommen. Von dem lieben Aki, Skybrush HD. Und ich werde von Panda ein neues Intro bekommen, von dem ich schon eine Promo habe. Also ich werde hier gerade mal, warte mal, zoomen wir doch gerade mal. Habe ich, nee, habe ich sogar in der Subbox, da brauchen wir hier gar nicht. Dann gucken wir gleich mal kurz runter. Panda, Panda, Panda HD. Könnt ihr auch mal drauf gucken. Ich werde dazu nochmal ein einzelnes Video machen, wenn mein Intro fertig ist. Das hatte ich für einen Clanmate gemacht. Da könnt ihr auch mal, kann man auch schon mal laufen lassen. Finde ich, sieht recht gut aus. Er macht selber Templates, er benutzt aber keine. Was ich sehr schön finde. Aber ja. So, und zu dem letzten, was ich noch sagen wollte, ist, dass, das gucke ich mir nicht an, dass ich mir überlegt habe, wenn es die YouTube, also wenn es meine Abonnenten möchten, mache ich mir gern ein Facebook, Twitter, also Twitter habe ich schon einen Kanal nur für Sensei, weil mein Sensei-Dinger auf Twitter ist eigentlich nur dazu da, dass ich die News von Robert Bowling kriege. Und halt so diese Max-FPS-Geschichten, ja. Und wenn ich dann, wenn ihr das haben wollt, dass ich so einen YouTube-Channel mache, oder in irgendeiner, YouTube-Channel, was laber ich? Einen Facebook-Channel? Channel? Account? Es ist echt zu früh am Morgen, ich mach sowas nimmer so früh. Ich betone, es ist 11:30. Ein Facebook-Account, entweder als Fanpage oder als normalen Mitglied, einfach als Sensei, dann könnt ihr mich adden und ich mache dann Umfragen, was denn demnächst kommen soll, etc. Ist vielleicht ein bisschen einfacher zum Kommunizieren. Und ja, das Twitter-Ding, das besteht, wer mich da adden möchte, kann mich da adden. Ich werde da, glaube ich, aber nicht so viel posten, das kann einfach wer will, gerne machen. Und ja. Das war's eigentlich für heute schon. Schreibt mir einfach mal, ich werde wieder so Ja-Nein-Buttons machen. Einfach mal gefällt mir drücken, was ihr wollt. Und dann sieht man sich demnächst. Dann würde ich mal wieder sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Macht euer MW2 auf Englisch. Es hört sich wesentlich besser an, weil die deutsche Synchro ist richtig für den Arsch. Ich sag dann nur noch Tactical Nuke incoming und ciao.